Inventar hatte. Hier sind die Plattformen und ich Also glaube, hier ich ist bin auch hier schon mal richtig. jemand gestorben, wo ich jetzt bin. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hier ist schon wer gestorben. Lies, Corby. Hey, war ich gerade fast direkt über euch, kann das sein? Ich habe deinen Tod gefunden. Und ich habe einen gestrandeten Piranha gefunden. Der ist irgendwie aus dem Wasser gesprungen. Nice. Wo lang geht's hier? Nein, die Chest ist schon leer. Die hat Kevin schon mal leer gemacht. Was? Mein Gott. Genau, hier unten ist irgendwas. Ich habe hier einen Tee gefunden. Heißt Tee? Ich bin wieder tot. EZ. Und ich habe nur noch eine Fackel. Fackeln bringen halt nichts, wenn du ständig auf Unterwassertour bist. Aber da bringt der Helm nicht mehr, oder? Da bringt der Helm dann nicht mehr, oder? Ja, doch, der leuchtet unter Wasser. Jetzt such ich mal gerade nach diesen Floating Islands, heißen Da unten geht's irgendwo weiter. Nein, dieser doofe Slime hat mich irgendwo hingekickt. Und jetzt bin ich irgendwo unter Wasser und komme dann immer raus. Und wahrscheinlich sterbe ich. Sehr wahrscheinlich sterbe ich, weil ich gar nichts sehe. Nee, ich habe überlebt, aber jetzt hat er mich schon wieder drunter gekickt. Nein, ich will nicht Mods. Will einen Map Viewer. Ach so, das ist nur eine Mod, die gibt's nicht so direkt. Hier, bei mir. Irgendwo geht's da nach unten. Wo du gerade bist. Aber da geht's nur im Wasser nach unten. Kann sein, dass du gerade an meinem Todespunkt bist. Nee, ich glaube nicht. Corby, was machst du eigentlich gerade? Rumrennen, sterben. Was ist dein Ziel? Rumrennen, sterben. Tolles Ziel. Boah, auf der Wüste komme ich voll schnell voran. Bini, kommst du zu mir? Falsch abgebogen. Wir sollen Ich bin tot. zu dir kommen. Sollen wir jetzt an den Spawn kommen oder was? Nee, ich bin gerade gestorben. Ja, ich komme mal zu Leider. dir. Haha. Magic. Corby, du kannst dich auch mal in den Spawn porten, dann sind wir wieder zusammen. Ich bin tot. Ja, ich bin wieder. Ja, ist auch der Lako. Boah, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dauernd sterben. So. Wir Ich baue bräuchten mal mal hier noch. Holz, um die Wände da oben fertig zu bauen. Ich hab noch Holz. Ich hab noch. Aber drei müssen nur Was? noch. Dann mach daraus mal bitte Wooden Hä? Ach so, dafür brauchst du Wall. Hammer. Ah. Wooden Unter Wall. anderem. Ja, Wooden Wall. Ich geh mal da noch hinten ein bisschen weg. Okay, was heißt weggehen? Ich geh nach unten. Finde ich nicht. Du musst halt Nee, Holz warte mal. haben. Was hast denn du da? Ein Hammer. Wofür ist der da? Hast du sowas nicht in der Hose? Nein. Was, du hast keinen Hammer in der Hose? Ja, was? Ach so, da kannst du dann den Hintergrund wegmachen. Ja, die Wand halt. Jo.
Und die muss ich aus Wood machen, damit hier drin keine Ding mehr spawnen. Ach, keine Viecher mehr. Wenn du verstehst, was ich meine. Jo. Achso, und dann ist hier wieder Wald. Nice, der Hammer macht 10 Schaden. Ah, und hier ist noch ein Ding. Truhe oder was? Oder Höhle nee, nur? Da sind schon ein paar gestorben. Ach so. Und da ist eine riesige Steinmauer. Ganz weit links kommt irgendwann noch eine Hütte, die wir nie fertig gebaut haben. Direkt vor der Demolition. Die es leider erst zu erkunden Sinn macht, wenn man so einen scheiß Hook hat. Links oder rechts? Links. Oh, da ist dann noch eine Höhle. Noch mehr Höhlen, die ihr schon erforscht habt. Boah, bin ich müde, ey. Obwohl, heute war es eigentlich wieder cool mit Tutorium. Alter, also irgendwie sagen wir gerade relativ wenig. Irgendwie machen wir gerade auch relativ wenig. Ja. Also ich sammle gerade Holz. Wer es anschauen will, ist selber schuld. Ja. Definitiv. Oh, ich bin jetzt an der linken Wüste. Wahrscheinlich wird Terraria das Kult-Let's Play wie bei Gronkh Minecraft. Sicher. Uhu, Waterleaf. Boah, ist das eine Katastrophe hier. Wir hatten da bitte 7 Fackeln nebeneinander einfach so aufgestellt. Achso, da dachte ich, da wäre eine fliegende Insel drüber, aber... War angeblich okay. Nicht, aber ich denke schon, Kevin war bloß nicht hoch genug. Oh, man braucht so eine Ewigkeit, um Holz zu fällen. Ja, ich hab eine. Wenn du zu mir kommst, kann ich dir meine Eisenaxt geben, damit es schneller. Naja, wenn ich zu dir komme. Kann ja auch schnell sterben dann. Ein bisschen Wooden Wall habe ich sogar noch. Mit der mache ich gerade mal den Anfang hier noch. Ja, und hier sind dann noch Ding. Sonnenblumen. Ich frage mich, wann Kevin endlich mal wieder online kommt. Der war ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr on. Keine Ahnung, haben die noch Klausur? Nö. Also wir ja schon, aber er nicht mehr. Komm schon, fall um. Ach ja, meine Güte, sind wir aktuell verpeilt. Stirb! Danke! Sieht man nicht irgendwie, wie viel Leben das Teil hat? Doch, wenn man drüber fährt, mit der Maus. Und wieder ein bisschen zugebaut. Hauptsache übertrieben viele Fackeln setzen. Und weiter geht's an anderer Stelle. Ich meine, wie viel Leben der Baum hat. Nicht ach so, nee, das sieht man nicht. Oh, schade. Ich dachte jetzt bei Mobs. Schon doof, wenn ich mit der Ding drauf hau. Mit der Spitzhacke. Ja, dann brauchst du nämlich echt ewig. Glaube ich überhaupt nicht. Wenn du den Baumstumpf da lässt, wachsen dann da neue Bäume. Nein, du musst diese Ahorn-Eicheln, da Akorn heißen, glaube ich, einpflanzen. Die Bäume so, okay. Manchmal tropfen lassen. Ah, hier sind die. Oh. Lassen sich höhere Bäume langsam abbauen, nicht, oder? Alle doch. Gleich schnell. So. Aber die geben halt auch dementsprechend mehr Holz. Jo, definitiv.
Ich bin dafür, jeder nimmt seine eigene Fackelfarbe, dann weiß man, wer wo war. Ja, das kostet halt nur ziemlich viel Färbemittel, was man nicht immer dabei hat. Oder? Wie färbt man denn Fackeln? Keine Ahnung. Braucht man immer so Amethyst und das ist ziemlich selten. Ja. Ah, das sind noch Kakteen. Bringen die was nicht, oder? Nö, die kann man glaube ich gar nicht abbauen, außer mit einem Hammer. Doch. Hä, doch, Kakteen kannst du mit einer Axt abbauen. Echt? Ja. Kannst ja im Wiki nachschauen, aber ich wüsste nicht, wofür die sind. Wahrscheinlich kann man die dann neu anpflanzen. Irgendwie sowas wahrscheinlich, ja. Mann, baue ich langsam ab. Gibt's eine schnellere Methode für. Da ist ein Antilion. Was ist das denn bitte? Das ist ja so ein komisches Teil. Schaut aus wie bei Pokémon. Und es schießt irgendwelche Steine. Ah! Was? Ein Steine schießendes Pokémon? Naja, schaut so aus. Wenn du es mir mal detektierst, schau ich im Wiki nach. Wow, lol, hier ist ein Riesenwurm. Wo bist du gerade? Lol. Ganz links in der lila Zone. In der Demolition? Mhm. Ja, da gibt's auch an der Oberfläche schon so Riesenwürmer. Wie schreibt man das genau, was du jetzt gemeint hast, Ferdi? Antilion. Antilion. Habe ich gerade getötet. Und mit warte. Ein oder zwei L? Mit also einem. Erstmal Anti? Oder, nee, Antlion. Ein Ameisenlöwe? Kann ja. gut sein, ja. Und hier sind jetzt irgendwie ganz viele Zombies. Ja, weil Nacht wird halt. Ich lauf mal zurück. Oh, ich bin tot. Kannst du mir eine Eisenspitzhacke ja, geben? Ja, das sind halt so Viecher, die... Nee, ich hab sowas selber nicht. Ich arbeite selber noch mit einer Kupfer-Pickaxe. Ach so, okay. Corby hat nur sowas. Lol, das sagt einem die Zeit. Was, dieses Overlay? Nein, die Standuhr sagt dir die Zeit, die gerade im Spiel ist. Im Spiel? Ist nice. 8 Uhr, ja. Die Standuhr ohne 8:40 L? 8:40 Ohne L? Die dachte, die Grandfather. Die Grandfather's Glock ohne L. Oh, man. Ups. Oh, man. Oh. Na, es interessiert hier keinen. Oh, noch zwei Iron, so Iron Pickaxe. Uhu. Wie viel Eisen braucht die denn? Wie kann man eine Truhe wieder abbauen? Mit einem Hammer. Oh, habe ich nicht. Da ist jetzt eine Truhe. Jonathan, hast du gerade noch so Sterne? 12 Iron Bars und 3 Wood. Hey, geil, dann kann ich mir eine eiserne Spitzhacke bauen. Lohnt sich Shurikens zu kaufen. Du hast eh nicht genug Geld, oder? Ich hab mir 11 gekauft. Hast du genug Geld für sowas? Anscheinend. Ach, die kann man dann wieder einsammeln, cool. Nicht immer. Ah, mit 8 Schaden. Wo warst du jetzt bitte? Hast du meinen eingesammelt, Bini. Sorry. Schlimm. Aber hier PvP zu machen wäre auch lustig. Kann man. Warte. Müsste man aber anschalten. Kannst du durchhalten. Kann man hier tiefen? Nice, ich habe eine Iron Pickaxe. Ja. Was? Guck mal. Und das... Nein, jetzt habe ich schon wieder eingeworfen. Hm. Meinst du sowas hier?
Was braucht man für eine Axt oder so? Außer Eibe. Achso. Ah, da bin ich wahrscheinlich wieder am Falschen. Lol, die kosten ja echt. Ich habe jetzt eine Eisenaxt. Guck mal. Ah, jetzt habe ich einen Bogen. Ah, okay. 10.58 Uhr am Abend und schon so dunkel. Muss mal Winter sein. Lol. Also die Truhe liegt jetzt hier. Kannst du wieder einsammeln, Ferdi? Nö, nee, brauch ich nicht. Kannst du auch mitnehmen. Wenn nicht, hol ich sie später. Ich hab leider gerade keinen Platz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also irgendwie brauchen wir mal wieder ein bisschen was Spannendes. Irgendwie brauche ich mal wieder schon wieder Holz. Ich kann dir ein bisschen Holz geben. Nice, ist ja schon ich zwei. Genug. Also schon bald drei. Da ist ein Hase bei uns. Kommt ein Bär dahin? Oh nein, no. Die spawnen da. Naja, da war ein Hase. Gut, jetzt habe ich keine Wand mehr. Ich darf mich da doch schnell frei bauen. Nach oben. Wo bist du gerade? Ja, im Haus. Nein, tu es nicht. Okay. Dann spawnen nämlich bei uns Monster drin. Echt? Nee, ja, sobald es nicht mehr dicht ist, spawnen bei uns Monster. Egal, dann gehe ich außen. Der Truhenraum ganz unten ist meiner. Schön. Da kommen nur Sachen von mir rein. Davon jede Menge. Ja, du bist gerade in dem Schneebiom. Okay. Ja, und ich hab so einen vollen Star. Nice. Need. Das freuen wir erstmal noch. Dollar Hammer. Is what I need. Hey. Hauptsache alle singen mit. So, gleich habe ich mal wieder ein bisschen Platz in diesem zugemüllten Inventar. Es ist übrigens gefährlich, mit Granaten und Bomben in der oberen Zeile rumzulaufen. Nur so als Tipp. Ah, Schneeblöcke gibt's dann hier. Schnee. Wow. So, mein Dämonite schmeiß ich nicht da rein. Darf ich irgendwo was sprengen? Ja, wenn du in der freien Natur bist. Oder ich gehe runter in die Höhle, geht es auch? Ja. Gut. Nein, wrong way. Siehst du, Corby fragt nicht nach, der sprengt einfach mal den Eingang. So leise. Achso, jetzt habe ich auch einen Hammer. Von dir, oder? Echt? Nö. Selbst zu zweit braucht es ewig. Nein, wo ist meine Fackel hin? Ist es meine Fackel? Egal, ich nehme es einfach mal. Ich habe noch 29. Hier spreng ich jetzt gleich was. Ich komm mit. Oder ich hab ich will auch Bomben. Wartet auf mich. Hier, ich hab 17 Bomben. Da brauche ich sonst nichts anderes Besonderes, oder? Ich hab noch Granaten, aber die würde ich gern aufheben für einen Kampf. Kommst du her? Ciao. Oder kommt's hier her? Ja, ich komme. Oder soll ich, ich muss wieder Monster töten, dass ich mir wieder spezielle Pfeile machen kann. Ich bin da. Aufnahme läuft übrigens. Noch. Fangen wir hier an? Wohin? Mir egal. Ja, schmeiße da einfach mal da in die Schlucht, um in die Höhle zu bomben. Nein. Ich kümmere mich drum. Corby, der Bogenschütze.
Classic und so. Warte, ich baue da jetzt schnell meine Fackel hin. So, einfach da reinwerfen. Hier in diese Kuhle, halt, wo gerade der Zombie drin steht. Ich habe da rechts unten. Dahin, da wo meine Pfeile sind. Achso, da. Einfach alle reinwerfen. Nice. Zombie. So. Wollen wir uns weiter nach unten sprengen? Ich habe noch 11 Bomben. Wenn der langweilig ist, sprengt es auch Wasser weg. Nee, ja. Fuck. Ja, aber trotzdem, das Wasser läuft dann ab. Boing. Boah, davon müssen wir uns ganz viele bauen. Von den Bomben. Kann man die... Ah, nein! Hilfe, da kommt ein Zombie. Hilfe, ich komm nicht mehr raus. Erstmal eine Bombe nachwerfen. Ich helfe euch mal da unten. Alter! Mann. Ja, hab ich. Alter, da kommt so ein Zombie-Gorbi. Jonathan, hau ab, ich schmeiß dann Bomben drunter. Nein! Nein! Bin jetzt dabei, ey! Zombie! Hoffentlich sterbe ich nicht. Ah, nee. Miu, ich will doch nur so. Brauch noch einen so einen Stern und dann hab ich wieder 10. Ach, Corby ist ich auch komm tot. Dann immer raus. Egal, spreng ich mir den Weg frei. Boom. Nice, hier gibt's überall Stone Blocks. Ah! Alter, ist gefährlich mit dir. Ich will jetzt mal wissen, was die Granate macht. Vorsicht! Werf mal nix, ich werf mal eine Granate. War das schon die Granate? Nee, das war die Granate. Die macht ja gar keinen Schaden. Keinen Weltschaden, oh, sondern nur Zombie-Schaden. Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Irgendwer noch so einen Glowstick? Warte mal, ich hab mal noch. Ja, dann hau mal einen Bomben bauen. Ja, hab ich noch. Na, hau mal einen da runter. Sind halt nur die verbesserten. Das HTC One gibt's jetzt auch in Knallrot. Ja, dann spring mal weiter. Fertig, ich, oder? Ich hab keine Bomben mehr. Bist du out of bombing? Ja. Also wir haben in ein paar Truhen noch welche, aber ich weiß jetzt nicht direkt wo. Wie kann man sich selbst welche bauen? Weiß ich nicht. Wenn ihr mich mal gerade protected, schaue ich nach. Mhm. Alter, wie ich Bomb schreib. Mit P natürlich. Nee, mit B schreibt man Bomb. Nee. Kann man nicht selber craften. Kann man nur kaufen. Für 5 Silber. Beim demolischen Typi. Nö, 5 Silber ist nicht viel. Ich habe aktuell 6 und habe aber insgesamt schon 4 Gold, glaube ich. Ich habe nur gerade ziemlich viel bei diesen ganzen Werbeaktionen. Versuch das ein bisschen runterzubauen. Ja, ich habe auch so ein nice Wasser Silber da wie du. Nach links das bauen, nach links bauen. Wo sieht man, wie viel Silber man hat? Hey, nicht nach auf, unten, sondern immer nach links. Nein, nicht nach links in den Gang rein, nein! Echt? Der Gang ist der Gang, der nach ganz unten läuft. Ja, ich brauch mal kurz Luft. Achtung, da läuft's gleich ab. Wow! Jonathan ist tot. Tot. Komm. Ach, nice, hier unten gab's noch. Hier ist Luft. Wie lange noch? Jetzt ist hier unten keine Luft. Alter, hier sind jetzt 2 Quallen. Aber die geben Glowsticks. Sprich, ich sehe wenigstens meinen Tod. Oh, ah, da ist noch Luft. Frei. Fuck. Ach, ja. Hier kann man eh noch gut leben. Bau dich halt nach oben frei. Ich hole jetzt erstmal Luft. Ach, jetzt ist aber hier leider kein Wasser mehr. Ich darf mir doch sicher so einen Glowstick nehmen. Lol, hier hängt Wasser in der Luft, bei euch auch. Bei mir nicht, ne? Also doch, bei mir schon.
Bei mir ist hier bei mir Wasser in der Luft. Ich bin halt nur noch nicht so weit. Boah, wie kann man die Glowsticks nehmen? Gar nicht mehr. Die kannst du nicht mehr aufnehmen, die geworfenen. Wo hängt Wasser in der Luft? Hier. Ja, direkt da, wo du gerade. Ah ja, bei mir auch. Nice. Nein. Ist ja so richtiges Minecraft-Wasser. Jonathan. War schon nice, diese Bomben, ja. Kannst du mal PvP anschalten? Das muss jeder bei sich selber machen. Okay, wo ist denn das? Direkt links neben diesen Wappen. Links neben dem Wappen? Ah. Ja. Was denn? Das sind so zwei gerade Schwerter. Da drückst du drauf. Ja, wir sind noch im gleichen Team, du Vogel. In das Team. Du musst rausgehen. Hä? Ach so. Hä, wie kann ich da rausgehen? Ja, indem du aufs Wappen ah, fuck! Alter, macht dein viel Teilschaden. Oh. Ja. Oh Mann. Nein. Also ich habe nur noch 1200 Schuss. Jonathan, komm her, gleich nochmal. Ist das ein kleiner Vorteil, weil ihr viel mehr Rüstung habt? Ich habe nur einen Helm. Ich hab... Alter, das ist so unfair. Wusste... Hey, wieso kann ich das jetzt nicht wieder einschalten? Die zwei Schwer... Ah, doch, jetzt. Wo steht's denn hier? Am Spawn. Was soll ich denn jetzt Pfeile? Lol. Geile Natürlich Pfeile. Hab ich Pfeile. Nein, unheilige Pfeile. Ja. Die findet man halt so. Haha. Echt? Ja, yep. Ich habe gerade Dinger durchgelesen. Ja, selber schuld. Aber die coolsten, die ich bisher hatte, die Raketenteile da sind irgendwie. Oh, fuck, ich war essen. Ja, da habe ich alle verschossen. Wie wird PvP mit der Zeit wieder langweilig? Ja. Ich krieg dich. Scheiß Boots, ey. Was ist denn hier? Goldschwert, TF und so. Fight jetzt hier im Haus. Ja. Lol. Du warst bei mir tot und warst in der Ecke gelegen? Lol, ich hab noch zwei Leben. Schnell, quick hier. Mackie, du musst PvP aktivieren, du Vogel. Was ist denn das? Leute, ich krieg trotzdem noch Ansagen. Du, unterbrech mir gerade mal die Aufnahme, weil Kevin ist online gekommen. Corby. Lol, ich hatte gerade voll den Mega-Lag. Oder aus was hast du die gebaut? Keinen Plan, die habe ich irgendwo gefunden. Ja. Corby, unterbrechen wir mal kurz die Aufnahme, weil Kevin online gekommen ist. Ja. Können wir machen. Okay, dann danke. Dings da, bis dann, euer Typho. Und ich bin schon wieder tot. Tschüss.